Es war gestern am Ende der Krisamesse, als die Ministranten zu mir kamen mit ihren Smartphones und den Bildern, auf denen die brennende Kathedrale Notre-Dame zu sehen war. Ich wusste erst gar nicht, ob das echt ist oder nicht. Und dann war deutlich, doch, die Kathedrale brennt wirklich. Ein Schockmoment. Ich war im Februar noch kurz in Paris gewesen, hatte die Gelegenheit, dort in der Kathedrale Gottesdienst mitzufeiern. Ein Ort, der mir sehr vertraut ist, auch durch die Brüder und Schwestern der monastischen Gemeinschaften von Jerusalem. Wir haben viele schöne Stunden gemeinsam auch an diesem Ort verbracht. Ja, unser Mitgefühl geht ganz jetzt an die Diözese Paris. Jeder, der einmal den Brand der Kathedrale erlebt hat, wie hier die Würzburger ja auch im Krieg, die Zerstörung des Domes, das Trauma Israels, der brennende Tempel in Jerusalem, der weiß, wie einem da zumute ist. Es ist, als wird einem das Herz rausgerissen. Und so ist die Betroffenheit vieler Leute jetzt nachvollziehbar, aber auch schön, die Welle der Solidarität, die jetzt rollt. Wir sind in diesen Tagen in besonderer Weise den Menschen in Paris in unseren Gebeten verbunden. Wir bitten um eine gute Feier der heiligen drei Tage von Tod und Auferstehung, von Zerstörung und wieder Neuaufbau, auch im geistlichen Sinne. Und wünschen unseren Schwestern und Brüdern von Herzen alles Gute und wir haben sie im Gebet bei uns.